Dann übergebe ich das Mikro an Alexander Sanner. Bitte schön. Dankeschön. Wenn dann auch die Folie noch kommt, dann können wir beginnen. Ja. Hallo, auch von mir. Ich habe die lustige Aufgabe, heute einen kurzen Jahresrückblick, kurz in Anführungsstrichen, und dabei auch gleich einen Ausblick auf das nächste Jahr zu wagen. Anfangen möchte ich mit dem Komplex Überwachung bzw. Bekämpfung von Terrorismus bzw. was dafür gehalten wird. Das große Thema, was uns vor allen Dingen jetzt am Ende des Jahres beschäftigt hat, war in diesem Bereich die BND-Reform, die jetzt auch seit Januar in Kraft ist. Es geht um die massenhafte Überwachung elektronischer Kommunikation sämtlicher Bürgerinnen und Bürger. Vor allen Dingen der ungehinderte Zugriff, also das, was eigentlich durch Snowden enthüllt wurde, was alles illegal war, versucht man jetzt durch diese oder hat man durch diese Reform legalisiert. Dazu kommt auch noch, dass man Kontrollmechanismen abgebaut hat, anstatt sie aufzubauen. Also man verhindert eine effektive Geheimdienstkontrolle und auch vor allen Dingen ein Riesenproblem ist, dass vor allen Dingen Berufsgeheimnisträger hier überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise ausgenommen sind. Dagegen hat sich zum Beispiel im Bereich Journalisten Reporter ohne Grenzen auch hier in einem Vortrag mal stark gemacht. Aber all unser Protest hat nichts geholfen, denn wie gesagt, seit 1. Januar ist eben diese BND-Reform jetzt in Kraft. Es wurden auch schon Klagen angekündigt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wer da mehr darüber wissen will, Ulf sitzt da hinten als Vertreter dieses Vereins. Also das wird uns auch im kommenden Jahr intensiv weiter beschäftigen, diese Reform, die hier jetzt umgesetzt wurde. Und wir können eben jetzt auch mit ersten Klagen rechnen. Was wir versucht haben im Vorfeld zu machen, war zum Beispiel eben Anrufaktionen, wo wir eben euch aufgefordert haben, Abgeordnete anzurufen, um sie eben davon zu überzeugen, hier gegen diese BND-Reform zu stimmen. Es gab verschiedene Petitionen, die auf den Weg gebracht wurden, die insgesamt über 20.000 Unterschriften eingesammelt haben. Wir haben mehrmals gegen diese BND-Reform protestiert. All das hat nichts genützt. Die Große Koalition hat eben trotzdem diese Reform auf den Weg gebracht. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt in Kraft, die Klagen kommen und deswegen wird uns das natürlich auch weiter im nächsten Jahr beschäftigen. Ein weiteres Gesetz, was auf den Weg gebracht wurde von der Großen Koalition, ist das Antiterrorgesetz, also das Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung von Terrorismus. Hier geht es darum, dass eben der Verfassungsschutz vor allen Dingen mit seinen ausländischen Partnern intensiver zusammenarbeiten soll. Das bedeutet, dass hier eben Datenbanken mit ausländischen Behörden gemeinsam geführt werden können. Hier wird dann auch zum Beispiel das Trennungsgebot ein Stück weit aufgeweicht, weil eben zum Beispiel Polizeibehörden im Ausland dort Daten reinkippen können. Und natürlich auch das Problem der Prepaid-Karten, sodass jetzt hier eben Prepaid-Karten nur noch gegen Vorlage eines Ausweisdokuments gekauft werden können, was natürlich auch ein Stück weit sinnlos ist, weil sobald man ins europäische Nachbarland fährt, man dort entsprechende Prepaid-Karten nach wie vor noch eben ohne irgendwelche Nachweise bekommt. Auch hier haben wir versucht, dagegen vorzugehen. Das war aber allerdings sehr, sehr schwierig, weil dieses Gesetz halt in so kurzer Zeit, innerhalb weniger Wochen eben damals von der Großen Koalition durchgepeitscht wurde, dass das Ganze also möglichst unter dem Deckmantel bleiben sollte, sodass hier eben auch jegliche Form von Diskussion versucht wurde zu unterbinden. Weiteres Überwachungsgesetz, auch jetzt wieder insbesondere nach den hier in Berlin ein Thema, ist die Videoüberwachung. Hier glaubt man, dass man mit Videoüberwachungsanlagen gegen Terrorismus vorgehen kann. Interessant dazu, heute gab es erst eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linke, wo eben gesagt wurde, dass bisher keine Terroranschläge durch Videoüberwachung verhindert werden konnte. Dennoch wird eben dieses Gesetz durchgebracht ist oder soll durchgebracht werden. Es geht eben um eine massive Ausweitung der Videoüberwachung und dafür muss eben das Bundesdatenschutzgesetz geändert werden. Der Kabinettsbeschluss liegt jetzt eben vor und am 10.2., also jetzt im Februar, soll hier im Bundesrat
darüber diskutiert werden und dann kommt das Gesetz auch im Bundestag. Also wir werden dann natürlich am Ball bleiben und sicherlich euch dann auch zur gegebenen Zeit dazu auffordern, hier zumindest auch eure Abgeordneten zu kontaktieren und da ein bisschen Wirbel zu machen, um das zu verhindern, weil wie gesagt, dass man mit Videoüberwachung Terroranschläge verhindern kann, kann bezweifelt werden. Was wir jetzt insbesondere zu diesem Gesetz gemacht haben, es gab eben diesen Vorschlag des Bundesinnenministeriums, wo wir uns mit einer Stellungnahme dazu geäußert haben. Das hat jetzt erstmal im Bereich des Kabinetts nicht wirklich viel bewirkt, denn wie gesagt, dieser Kabinettsbeschluss liegt jetzt vor, aber die Argumentation, die wir dort vorgezeichnet haben, können wir natürlich weiterhin verwenden in der Debatte und werden das natürlich dann auch im Rahmen der parlamentarischen Debatte wieder versuchen. Auch hier gibt es zum Beispiel ein kurzes Video dazu, geht glaube ich so 5 bis 7 Minuten, wo Volker dann nochmal kurz erklärt, wer sich das anhören will und jetzt nicht da so einen endlangen juristischen Text lesen will, der kann das da sich nochmal so ein Video angucken, da wird das auch nochmal zusammengefasst, wo das Problem liegt. Weiteres großes Ding, die Vorratsdatenspeicherung, fast schon ein Stück weit erfreulich, was da jetzt Ende des Jahres noch passiert ist. Grundsätzlich war die Frage, die erneut an den EuGH gerichtet wurde, also er sollte sich erneut mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen. Wir wissen ja, dass er 2014 gesagt hat, Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen europäische Grundrechte. Dann sind halt die Mitgliedstaaten auf die geniale Idee gekommen, die trotzdem dann halt auf nationaler Ebene einzuführen und eben nicht auf Grundlage einer europäischen Richtlinie. Das wurde dann zum EuGH gebracht, da wurde dann eben untersucht, wie das mit den VDS-Gesetzen in Schweden und Großbritannien ist. Und der EuGH ist eben zu dem Schluss gekommen, dass auch in den Mitgliedstaaten keine Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden kann, da sie ja eben gegen europäische Grundrechte verstößt, also ergo europäische Grundrechte gelten auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und er hat das dann sozusagen sein Urteil nochmal präzisiert und hat eben gesagt, dass die Speicherung von Kommunikationsdaten eben örtlich und zeitlich begrenzt sein muss und dass vor allen Dingen eben ein konkreter Verdacht vorliegen muss, sodass eben eine anlasslose und verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie kennen, nicht möglich ist. Also dass das, was wir hier in Deutschland zurzeit noch haben, gegen europäische Grundrechte verstößt. Das Problem ist natürlich, dieses Urteil bezieht sich jetzt nur auf Schweden und Großbritannien. Deswegen haben wir jetzt kurz vor Weihnachten noch einen Brief an die EU-Kommission rausgehauen, wo wir eben auch nochmal eben die Argumentation des Europäischen Gerichtshofs nachzeichnen und dann eben die Europäische Kommission aufgefordert haben zu prüfen, ob hier eben ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten ist. Wie gesagt, der Brief ist jetzt vom 22. Dezember. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob den da jetzt tatsächlich schon jemand gelesen hat, aber wir werden da auf jeden Fall auch dort am Ball bleiben, werden schauen, was jetzt die Kommission da macht. Werden euch dann hier auch wieder darüber berichten, inwieweit die Kommission da gegebenenfalls aktiv wird und wenn nicht, werden wir euch natürlich auch auffordern, da hier noch entsprechend Druck auf die Kommission auszuüben. Gleichwohl gibt es ja auch noch Verfahren in Deutschland, wo hier eben gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt wird, aber also wir versuchen einfach auf allen Ebenen dieses Projekt der Vorratsdatenspeicherung zu torpedieren und nach diesem Urteil vom EuGH sieht es ja jetzt erstmal wieder ganz gut aus, dass wir hier diese Vorratsdatenspeicherung endlich mal vom Tisch kriegen. Anderes Problem ist die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Hier geht es eben insbesondere beim EU-PNR jetzt ein Stück weit vorwärts. Dort hat man sich eben auf die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten geeinigt, die eben 5 Jahre lang gespeichert werden sollen. Das sind 60 Einzeldaten pro Passagier, pro Flug, die da gespeichert werden. Also wo man sitzt, was man isst, gesundheitlicher Zustand, mit wem man reist und so weiter und so fort. Diese Vorratsdatenspeicherung, wie gesagt, 5 Jahre, ja, also deutlich länger als die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Und momentan ist man damit beschäftigt, diese Vorratsdatenspeicherung in den Mitgliedstaaten umzusetzen. Also Deutschland ist jetzt im Moment damit befasst, diese EU-Richtlinie umzusetzen, die technischen Kapazitäten aufzubauen. Also es gibt dann so Passenger Information Units, die dann diese Daten sammeln sollen, die dann in jedem Mitgliedstaat aufgebaut werden. Und die Mitgliedstaaten sollen dann diese Daten untereinander auch noch austauschen. Europol soll noch Zugriff auf diese Daten haben. All das, diese technischen Voraussetzungen, die da sozusagen vorgegeben sind, werden jetzt gerade umgesetzt. Interessant ist auch, dass diese Vorgabe,
auf EU-Ebene war, es soll also eine Vorratsdatenspeicherung geben von Flügen in die EU und aus der EU heraus, fakultativ auch für innereuropäische Flüge. Und kurz nachdem eben das EU-Parlament diesem Ding zugestimmt haben, haben sich dann auch alle Innenminister zusammengesetzt der EU und haben gesagt, wunderbar, das machen wir sofort. Wir wollen auch noch, bevor diese Maßnahme also sozusagen eingeführt ist, auch alle innereuropäischen Flüge überwachen. Also wer künftig von, weiß ich nicht, Frankfurt nach Berlin fliegt, ist dann eben auch mit in dieser Datenbank drinne. Und auch hier droht natürlich, und das war auch von Anfang an absehbar, die Ausweitung dieser Vorratsdatenspeicherung auf andere Verkehrsmittel. Schon seit 7, 8 Jahren gibt es da eben vor allen Dingen auf EU-Ebene immer wieder Leute, also der Antiterrorbeauftragte zum Beispiel, der hier eben eine Ausweitung auf Bahn- und Schiffsreisen fordert. Und Belgien ist jetzt eben das erste EU-Land, was da entsprechend auch eine Vorratsdatenspeicherung dieser Reisedaten für Bahnfahrten eingeführt hat. Also alle Fernverbindungszüge in Belgien, wer mal eine Reise mit dem Zug nach Belgien in den nächsten Tagen unternehmen möchte, der landet dann auch in solch einer entsprechenden Datenbank, der wird dann eben auch gespeichert, wie man sich das Ticket gekauft hat, wie man heißt, wo man sitzt und so weiter und so fort. Also diese Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten ist erst der Anfang. Es geht klar in die Richtung Totalüberwachung des Reiseverkehrs und die wird auch entsprechend immer wieder gefordert. Was wir versucht haben zu machen, ist, dass wir zum Beispiel so eine kleine Videoaktion gemacht haben, wo wir Videostatements von Leuten eingesammelt haben, die wir dann im Vorfeld der Abstimmung an die EU-Abgeordneten geschickt haben. Da haben zum Beispiel eben, hier sieht man einige, Constanze Kurz und Peter Schaar mitgemacht, die eben die EU-Parlamentarier aufgefordert haben, gegen diese Vorratsdatenspeicherung zu stimmen. Am Ende war das allerdings nicht möglich, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Obgleich wir in den letzten Jahren zumindest immer wieder geschafft haben, diese Abstimmung zu verschieben. Also dieses Thema ist schon seit, ich glaube jetzt 6 Jahren, 2011 war der Kommissionsvorschlag. Also wir haben es zumindest geschafft, durch einen Protest das 6 Jahre lang in die Länge zu ziehen. Aber jetzt war die durch die jüngsten Terroranschläge dann eben doch die Mehrheit im EU-Parlament dafür da. Es gibt noch ein Verfahren gegen, also es gibt noch diesen Datenaustausch von diesen Vorratsdaten, von Reisedaten mit den USA, mit Kanada und mit Australien. Und das Kanada-PNA, das liegt jetzt gerade noch beim EuGH. Dort wird in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten mit einer Entscheidung zu rechnen sein. Das wird natürlich dann auch ganz interessant sein, wie der EuGH diese Vorratsdatenspeicherung beurteilt. Und wenn man sich die Urteile zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten anguckt, kann man hier zumindest vorsichtig optimistisch sein, dass er auch dieser Vorratsdatenspeicherung eine Absage erteilt. Was das EU-PNR betrifft, kann man jetzt erstmal relativ wenig tun. Man muss jetzt erstmal warten, bis es eingeführt wird und dann wird es da entsprechend, bin ich mir ziemlich sicher, auch Leute geben, die dagegen klagen. Aber soweit sind wir jetzt erstmal an dieser Situation ein Stück weit festgefahren, dass wir jetzt erstmal warten müssen, bis es eingeführt wird. Dann gab es noch die Terrorismusrichtlinie in der EU. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen Antiterrormaßnahmen. Hier will man vor allen Dingen mit Netzsperren gegen Terrorismus vorgehen. Es gibt Angriffe auf Anonymisierungsdienste, also man versucht eben sowas wie Tor oder PGP zu torpedieren und man fordert grundsätzlich natürlich auch mehr Überwachung. Das Ganze ist auch so auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags gewachsen, der komplett ohne Folgenabschätzung in den parlamentarischen bzw. in den EU-Prozess reingekippt wurde, also an Rat und Parlament übermittelt wurde. Die Berichterstatterin Monika Hohlmeier ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie Grundrechte gerne schützt. Es gab dann im Sommer Trilogverhandlungen und am 14. Februar wird die oder beziehungsweise soll die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments stattfinden. Auch hier werden wir dann natürlich auch zu gegebener Zeit nochmal dazu aufrufen, die Abgeordneten anzurufen, ihnen E-Mails zu schicken und ihnen zu sagen, dass man hier nicht eben so eine vollkommen ohne Folgenabschätzung auf den Weg gebrachte Maßnahme zustimmt. Also hier, wie gesagt, muss man nochmal sagen, also es gibt hier einfach irgendwelche Behauptungen, mit denen man gegen Terrorismus vorgehen kann. Wie gesagt, warum jetzt eine Netzsperre in irgendeiner Art und Weise Terroristen aufhalten soll, ist uns zumindest schier unerklärlich und es gibt auch eben seitens der entsprechenden Leute, die das befürworten, keine sinnvollen Begründungen dafür, wozu das gut sein soll.
Was wir bisher gemacht haben, ist eben auch entsprechende Anrufaktionen auf den Weg zu bringen, vor den Trilogverhandlungen eben sich an die Liebe-Abgeordneten, also die Abgeordneten des Innenausschusses des EU-Parlaments zu wenden und dort eben entsprechendes zu verhindern. Und wie gesagt, die Abstimmung im Plenum steht kurz bevor. Dann gab es noch die witzige Farce um das Privacy Shield und beziehungsweise das Safe Harbor Abkommen. Es gab die Safe Harbor Entscheidung des EuGH, indem man gesagt hat, Safe Harbor funktioniert halt nicht. Großes Problem ist halt eben die Massenüberwachung, die in den USA stattfindet, die eben mit europäischen Rechten kollidiert. Deswegen war die Kommission aufgefordert, eine neue Vereinbarung auf den Weg zu bringen, um eben diesen transatlantischen Datenaustausch auf den Weg zu bringen. Das Problem ist ja, dass wenn eben die Daten von Europäerinnen und Europäern dann auf den Servern in den USA gespeichert werden, welches Recht gilt dann und wie kann man jetzt eben dann die europäischen Rechte wahren, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Amerikaner ändern ihr Recht oder die Server kommen zu uns. Beides funktioniert irgendwie nicht so richtig. Deswegen hat man dann eben dieses merkwürdige Privacy Shield auf den Weg gebracht, was zur Folge hat, dass die Massenüberwachung de facto bleibt. Es gibt also keine substanziellen Veränderungen bei dieser neuen Vereinbarung und es ist eigentlich jetzt ausschließlich eine Frage der Zeit, bis halt möglicherweise Max Schrems oder jemand anders eben auch dagegen wieder vorgeht. Und also wie ihr schon merkt, sind wir eigentlich die ganze Zeit auf Gerichte angewiesen, die dann halt am Ende des Tages immer wieder alles für verfassungswidrig oder grundrechtswidrig erklären. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir immer wieder in der Zeit, bis so eine Maßnahme auf den Weg gebracht wird, bis dann eben Gericht urteilt, mit dieser Maßnahme leben müssen. Gerichte sind jetzt auch brauchen ein bisschen Zeit, solche Verfahren brauchen ein bisschen Zeit. Das bedeutet, da liegen dann immer wieder ein paar Jahre dazwischen, wo eben dieser Grundrechtsbruch permanent stattfindet. Und hier muss es eigentlich mal so ein grundsätzliches Umdenken, vor allen Dingen in Parlamenten und in der Politik geben, hier eben nicht permanent irgendwelche grundrechtswidrigen Sachen auf den Weg zu bringen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit in der EU, so bestimmte Vereinbarungen einfach mal vorab durch ein Gericht überprüfen zu lassen. Also man kann zum Beispiel Abkommen einfach vorab mal zum EuGH schicken und fragen, ist denn das jetzt mit Grundrechten vereinbar? Vielleicht sollte das mal zumindest ein Weg sein, der hier einzuschlagen ist, um nicht permanent hier eben die Europäerinnen und Europäer mit Grundrechtsverletzungen zu konfrontieren. Wir haben versucht, in der Debatte vor allen Dingen mit einem offenen Brief mit ziemlich vielen Organisationen auf alle Beteiligten in diesem Verfahren einzuwirken. Es gab viel Kritik an dem ganzen Privacy Shield, weil wie gesagt, es ändert nichts. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat die Kommission dann eben diese Vereinbarung auf den Weg gebracht und es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch wieder kassiert wird von Gerichten. Also es muss sich halt jemand finden, der klagt. Dann auch so ein Dauerbrenner ist das Thema Verschlüsselung, auch von allen Seiten immer wieder torpediert. Wir brauchen Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation und so weiter und so fort, wird ja aller Orten gefordert. Deswegen haben wir einen internationalen offenen Brief auf den Weg gebracht, der auch von, ich weiß nicht wie vielen, aber also hunderten Organisationen weltweit unterschrieben wurde und eben an die Regierung auch weltweit übermittelt wurde, wo wir uns eben dafür einsetzen, dass eben es keine Backdoors gibt. Dann kommen wir jetzt so langsam zum Thema Datenschutz und das ist auch ein Thema, was uns in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigen wird und das ist die E-Privacy-Reform, nachdem wir jetzt erfolgreich die Lobbyschlacht um die europäische Datenschutzverordnung geführt haben, kommt jetzt der nächste Kracher. Und zwar die E-Privacy-Verordnung bzw. die Reform der E-Privacy-Richtlinie. Es geht um den Schutz der elektronischen Kommunikation, also sowas wie Skype, WhatsApp und so weiter und so fort. Hier gibt es eine Richtlinie aus dem Jahr 2002, die dann zuletzt 2009 geändert wurde. Also jetzt nicht unbedingt das alleraktuellste Papier, mit dem wir hier arbeiten. Und das ist eben auch das Problem. Also das
zum Beispiel für eine SMS ganz andere Datenschutzstandards gelten als für so eine WhatsApp-Nachricht zum Beispiel. Und um das mal ein bisschen anzupassen, hat sich die Kommission jetzt eben gedacht, wir müssen halt diese E-Privacy-Richtlinie reformieren. Da gab es auch wieder ein Konsultationsverfahren, an dem man schon ungefähr erkennen kann, wohin die Reise gehen wird, nämlich dass hier eben extrem viele Lobbyverbände, Facebook, Google und die altbekannten Großen da natürlich mächtig darauf drängen, hier den Datenschutz möglichst gering zu halten. Es gab jetzt von der EU-Kommission ein Leak, also es gibt noch keinen offiziellen Text, der wird jetzt im Januar vorgestellt. Das erste Positive, was man daran erkennen kann, daran wird sich wahrscheinlich auch nichts mehr ändern, ist, dass es erstmal eine Verordnung ist. Unterschied, also eine Verordnung bedeutet, dass es direkt geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der EU ist. Also das bedeutet, dass hier ein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen geschaffen wird. Das macht auch Sinn, wenn man eine Datenschutzverordnung auf den Weg gebracht hat, dass man hier eben auch eine E-Privacy-Verordnung auf den Weg bringt. Eine Richtlinie wäre eben, dass man den Mitgliedstaaten relativ viel Spielraum lässt bei der Ausgestaltung des jeweiligen Gesetzes. Es gibt sowas wie Privacy by Design da drin, also Browserhersteller sollen dann halt eben angehalten werden, solche ordentlichen Browser auf den Weg zu bringen, die dann halt auch tatsächlich sowas wie Privacy by Design machen und dann eben auch die Seiten dann entsprechend danach arbeiten. Und sehr, sehr positiv sind die vorgesehenen Sanktionen darin, die sich eben auch an der Europäischen Datenschutzverordnung orientieren, also dass man hier davon vor allen Dingen abweicht zu sagen, es gibt eine Strafe von 250.000 Euro zum Beispiel, sondern dass man sagt, die Strafe orientiert sich am Jahresumsatz des entsprechenden Unternehmens und das können dann natürlich schon empfindliche Strafen sein, die gehen hoch bis, glaube ich, 4 oder 5%. Das wird dann sicherlich auch noch im Laufe des Verfahrens, das sind so Stellen, an denen man dann halt viel drehen kann, also ob das jetzt nur 2, 4, 6 oder 10% sind. Aber es ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, hier eben zu sagen, wir wollen es auch wieder Sanktionen am Jahresumsatz haben. Problematisch an dem bisherigen Leak zumindest ist eben, dass es auch hier wieder Ausnahmen für die nationale Sicherheit gibt. Also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, wo man dann wieder wären. Also hier gibt es ja ständig eben diese Forderungen zu sagen, wir müssen halt auch eine Vorratsdatenspeicherung für so Messaging-Dienste haben. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ein Leak, das, bis wir dann den endgültigen Text haben, dauert es noch ein bisschen und dann geht eben vor allen Dingen der parlamentarische Prozess los, also dass das Ding dann in die Ausschüsse des EU-Parlaments kommt, dass sich der Rat damit auseinandersetzt, also die Mitgliedstaaten der EU und das wird natürlich dann jetzt hier für das nächste Jahr ein relativ großes Brett für uns alle werden, hier dafür zu kämpfen, dass die zumindest die guten Sachen, die da sind, da drin bleiben auch in dem Papier und das, was vielleicht noch rausfliegt auf dem Weg bis dahin, wieder zurückgekämpft wird. Wie gesagt, wir haben es bei der Datenschutzreform gesehen, welche Lobbyisten da aus welchen Ecken gekrochen kommen und was die so alles wollen und das werden jetzt ungefähr wieder dieselben Kandidaten sein, die hier mit uns da um die entsprechenden Regulierungen kämpfen. Dann sind wir immer noch beim Datenschutz und zwar bei der Umsetzung der europäischen Datenschutzreform, weil klar, wir haben jetzt die Verordnung, aber die europäische Datenschutzreform sieht relativ viele Ausnahmeregelungen vor und die müssen jetzt eben in nationales Recht gekippt werden. Das Bundesministerium für Inneres hat jetzt da auch einen entsprechenden Referentenentwurf Ende November mal zirkuliert. Das ist dann relativ gruselig, was die da machen, weil die nehmen eigentlich sämtliche Möglichkeiten wahr, diese Öffnungsklauseln auch bis zum Erbrechen auszureizen und gehen halt auch an der einen oder anderen Stelle weit über das hinaus, was die Verordnung eigentlich vorschlägt. Also europarechtswidrige Vorschläge werden da zum Teil gemacht. Zum Beispiel soll eben die Zweckbindung nachträglich aufgeweicht werden durch ein berechtigtes Interesse, was dann derjenige hat, der eben diese Daten hat. Also das bedeutet, ich gebe meine Daten irgendjemand und der stellt dann zu einem späteren Zeitpunkt mal irgendwann fest, dass er ein berechtigtes Interesse hätte, die noch für irgendwas anderes zu benutzen. Und das ist natürlich völlig vorbei an dem, was man sich da eigentlich mit dieser Datenschutzreform gedacht hat. Also dieser Vorschlag ist relativ gruselig. Auch das Recht auf Auskunft, Widerspruch und Löschung der Daten soll deutlich beschnitten werden. Aber wie gesagt, also das Positive ist, dass es jetzt erstmal nur ein Referentenentwurf vom BMI ist.
Das Negative ist, dass es trotzdem so gruselig ist, was da drinnen steht. Also auch hier werden wir im nächsten Jahr noch einiges zu tun haben, um da hier diesen ganzen Irrsinn wieder rauszukriegen und hier für einen ordentlichen Datenschutz oder eine ordentliche Umsetzung der europäischen Datenschutzverordnung in Deutschland zu kämpfen. Auch hier haben wir eine Stellungnahme dazu eingereicht, auch ein relativ umfangreiches juristisches Papierchen, wer sich da mal durcharbeiten will, auch jetzt Anfang Dezember erst, wo wir eben nochmal dezidiert auf diese ganzen Sachen versuchen einzugehen. Die Frist war 2 Wochen, deswegen haben wir uns auf die Kernpunkte wie zum Beispiel Zweckbindung konzentriert. Also wir haben uns jetzt gar nicht so sehr angeschaut, was zum Beispiel mit betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist. Es gibt aber noch viele andere Stellungnahmen, die da eingereicht wurden, die man sich da mal durchlesen kann, wo zum Beispiel auch auf sowas eingegangen wird. Dann Handelsabkommen, auch so ein Dauerbrenner. Und zwar diesmal geht es insbesondere um CETA. CETA ist dieses lustige Handelsabkommen mit Kanada. Hier geht es nach viel Streitereien vor allen Dingen darum, wer am Ende des Tages eigentlich zu dem ganzen Ding Ja und Amen sagen muss. Im EU-Parlament hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man darüber abstimmen will. Das ist ja schon mal zumindest ein Schritt. Die Frage ist, wie die Abstimmung ausgeht. Also momentan ist es auf jeden Fall 50-50 oder vielleicht sagen wir mal 60-40 pro CETA. Einen ersten Eindruck davon kann man jetzt Ende Januar schon bekommen. Da soll im INTA, also im Handelsausschuss des EU-Parlaments, darüber abgestimmt werden. Wer Lust hat, sich mal mit den MEPs, da, also den Abgeordneten im INTA-Ausschuss auseinanderzusetzen, kann dort gerne mal anrufen und sagen, dass wir dieses Abkommen nicht unbedingt haben wollen. Spätestens dann zum 1.2. Wird es dann interessant, wenn eben die Abstimmung im EU-Parlament stattfindet. Darüber hinaus müssen dann aber eben auch noch die nationalen Parlamente abstimmen oder sollen noch die nationalen Parlamente abstimmen. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt das, was diesen Monat relativ wichtig für uns alle sein wird, ist vor allen Dingen, wie die Mehrheiten dann sich finden. Also da kann man dann schon mal so einen Eindruck davon bekommen, wie das so mit anderen Abkommen möglicherweise auch weitergehen kann. Wir haben natürlich dagegen demonstriert und auch immer wieder versucht, Öffentlichkeit herzustellen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Thema, muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Dann Netzneutralität war ein wichtiges Thema für uns im letzten Jahr. Das haben wir dann jetzt dann auch soweit erstmal vorläufig abgeschlossen, zumindest was die Regulierung betrifft. Die BEREC, also die europäischen Regulierungsbehörden, also was die Bundesnetzagentur in Deutschland ist, ist die BEREC für ganz Europa sozusagen. Also es sind dann die jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden, finden sich in dieser BEREC zusammen. Und die haben sich eben überlegt, wie jetzt diese EU-Verordnung zur Netzneutralität eben genau umgesetzt werden soll. Denn was der Rat und das EU-Parlament da zusammengeschrieben haben, das war jetzt nicht unbedingt so, dass man damit was anfangen konnte. Das war relativ unklar. Die BEREC hat das versucht, so weit wie möglich irgendwie klar zu machen, was da drinnen stehen soll. Und seit Ende August ist jetzt dieser Prozess abgeschlossen. Also seit 30. August gibt es jetzt dann eben diese Verordnung und auch noch von der BEREC diese Richtlinien, wie diese Verordnung auszulegen ist. Das heißt natürlich nicht, dass Gerichte dem Ganzen folgen müssen, was die BEREC da sagt. Aber es ist natürlich erstmal für alle Beteiligten am Markt so ein Papier, an dem man sich ausrichten kann. Und wer jetzt Verletzungen gegen die Netzneutralität feststellt, also Verletzungen gegen das, was in der Verordnung steht, als auch gegen das, was eben in diesen BEREC-Guidelines steht, der sollte auf diese Seite gehen, RespectMyNet, und dort kann man dann relativ simpel mit ein paar Klicks reinschreiben, warum man glaubt, dass man von einer Verletzung der Netzneutralität, warum man damit konfrontiert ist. Und wir nehmen uns das dann dem Ganzen an. Also es ist so ein EU-Projekt, also es sind mehrere europäische NGOs dabei, die hier eben versuchen, Netzneutralitätsverletzungen ausfindig zu machen, um dann eben für Netzneutralität weiter zu kämpfen. Wir haben im Vorfeld dieser ganzen Entscheidung halt auch wieder im Bündnis zusammen auf dieser Seite Safety Internet dafür geworben, dass es zu einer zu einer kompletten Verankerung der Netzneutralität in Europa kommt.
Es ist uns jetzt nur mittelmäßig gelungen, aber es haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute sich dafür interessiert an dem Prozess, haben sehr, sehr viele Leute daran teilgenommen, es haben sehr, sehr viele Leute für die Netzneutralität gestritten. Es gab dann eben diese Eingaben bei den Regulierungsbehörden. Also wir haben zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur halt versucht, in Expertengesprächen, Hintergrundgesprächen die deutsche Position soweit klarzuziehen, dass hier eben für Netzneutralität sich eingesetzt wird. Und dann gab es eben von der BEREC auch nochmal ein öffentliches Konsultationsverfahren, an dem wir natürlich teilgenommen haben und wo wir euch alle aufgerufen haben, da auch mit dran teilzunehmen. Das habt ihr ja auch alle zahlreich gemacht. Da wurden dann am Ende 500.000 solche Eingaben an die BEREC übermittelt. Also eine 500.000 Europäerinnen und Europäer haben an so einem Konsultationsverfahren teilgenommen. Das ist schon außergewöhnlich. Sowas hat man relativ selten. Also dafür vielen, vielen Dank an euch. Sonst würde das sicherlich viel, viel gruseliger aussehen, was da steht, als das, was wir jetzt haben. Und von daher, glaube ich, eine relativ erfolgreiche Kampagne, die wir da hier gemeinsam in Europa auf den Weg gebracht haben. Weiteres Thema, was so ein bisschen in diese Richtung geht, ist die WLAN-Störerhaftung bzw. deren Abschaffung. Auch hier hat die Große Koalition halt interessante Dinge getan. Es geht im Grunde darum, dass halt eben Betreiber von offenen WLAN-Netzen kostenpflichtig abgemahnt werden können. Das ist ein fast weltweit einzigartiger Zustand, mit dem man hier in Deutschland konfrontiert ist. Und es ist natürlich völliger Unsinn, wenn man die Verbreitung von Internet fördern will, wenn man die Leute ständig abmahnt, wenn sie dann altruistisch ihr WLAN frei zur Verfügung stellen. Die Große Koalition wollte an diesem Zustand eigentlich was ändern, stand auch zu Beginn im Koalitionsvertrag. Man hat dann auch tatsächlich eine Reform auf den Weg gebracht, die aber nicht wirklich was geändert hat, weil man so genial war, die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung nicht ins Gesetz zu schreiben, sondern in die Begründung des Gesetzes. Die Begründung des Gesetzes ist jetzt halt ganz interessant, aber interessiert Gerichte auch nur so peripher, also sie müssen sich halt nicht dran halten. Das ist natürlich dann halt ein bisschen merkwürdig, wenn man dann halt eben sagt, man will irgendwas reformieren, um dann ein Papier rauszuhauen, was eigentlich genau den Status quo nochmal wiedergibt. Interessant war, dass es dann noch ein EuGH-Urteil zu der ganzen Sache gab. Der EuGH hat gesagt, so ein freies WLAN, das ist schon gefährlich für Urheberrechtsverletzungen, deswegen müssen halt Sicherungsmaßnahmen eingeführt werden, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Er hat das aber ein Stück weit offen gelassen, was da jetzt der Weg sein muss dafür. Er hat gesagt, es könnte zum Beispiel eine Passwortsicherung sein, schreibt das jetzt aber nicht vor, dass das so sein muss. Also das könnte ein Weg sein. Die Große Koalition hat darauf reagiert und hat gesagt, ja, müssen wir die Reform jetzt nochmal neu machen oder nochmal reformieren, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was da jetzt genau passieren soll, wann das passieren soll und wie das passieren soll. Ist ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit in dieser Legislaturperiode, um da tatsächlich noch was zu ändern. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und werden halt weiter für eine tatsächliche und bedingungslose Abschaffung der WLAN-Störerhaftung kämpfen. Wir machen das seit 2012. Immerhin haben wir es jetzt schon mal ein Stück geschafft, dass das Thema mal auf der Agenda war, dass es mal eine Reform gab. Aber wir haben da jede Menge gemacht. Auch vor allen Dingen die Freifunker sind da sehr aktiv in dem Bereich. Und wir werden da weiter für euch kämpfen. Anderes Thema ist das Recht auf Sampling. Und da gab es ein sehr, sehr interessantes Urteil. Also beziehungsweise kämpfen wir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit für ein Recht auf Remix. Und da gab es einen interessanten Fall, den die Gerichte schon seit 18 Jahren lang beschäftigen. Und zwar geht es um 2 Sekunden aus einem Stück von Metall auf Metall von Kraftwerk. Und damit, wie gesagt, haben sich die Gerichte jetzt also mehrere Jahre lang beschäftigt. Und nun endlich gab es eine Entscheidung, die sehr, sehr positiv ist. Nämlich das Bundesverfassungsgericht hat Ende Mai gesagt, ja, es gibt ein Recht auf Sampling, also so ein Recht auf Remix sozusagen, die Tür dafür aufgestoßen, und das war eben ein sehr, sehr positives Urteil, dass hier eben dann tatsächlich mal im Sinne der Kunstschaffenden geurteilt wurde und dass hier eben offensichtlich auch bei den Gerichten ein Stück weit ein Umdenken stattfindet, und wir erhoffen uns natürlich davon auch Impulse für die europäische Urheberrechtsreform, die ja auch noch so ein bisschen nebenbei läuft, an der wir uns natürlich auch intensiv dafür einsetzen, dass sowas wie ein Recht auf Remix
da ist. Und ja, das Ganze ist insofern auch noch interessant, weil wir als Experten beim Bundesverfassungsgericht eingeladen waren. Also wir haben im Vorfeld dieses Urteils beim Bundesverfassungsgericht vorsprechen dürfen, beziehungsweise Volker Tripp hat das für uns gemacht und hat dann dort eben erklärt, warum eben so ein Recht auf Remix ganz sinnvoll sein könnte. Und ja, das Bundesverfassungsgericht ist dem halt, wenn man so will, gefolgt. Und das ist ein durchaus großer Erfolg, denke ich, unserer Kampagne Recht auf Remix. Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben zum Beispiel so Wahlprüfstein-Aktionen gemacht, die wir vielleicht auch in Zukunft weiterführen wollen. Mit der Koalition Freies Wissen haben wir im Vorfeld zur Wahl zum Abgeordnetenhaus und zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern Wahlprüfsteine an die dortigen Parteien geschickt, um abzuklopfen, was denn ihre Position ist. Haben Sachen so freier Software, offenen Daten, freies Wissen, digitale Bildung und so weiter und so fort gefragt. Da kamen teilweise ganz interessante Antworten. Es gab auch, ich glaube im November, im November habe ich hier zusammen mit dem Arne auch einen Vortrag darüber gehalten, wo wir die Antworten auch ein Stück weit analysiert haben. Also wer sich das nochmal angucken will, kann das gerne tun. Dann haben wir immer noch unser tolles Jugendprojekt, was uns allen großen Spaß macht, wo wir hier in verschiedenen Schulen unterwegs sind und dort eben ja, den Kids irgendwie erklären, wie sie mit Facebook und sozialen Netzwerken umgehen sollen. Haben dann zum Beispiel so einen Klickleitfaden gemacht, wie sie ihre Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook ändern können. Das ist ganz nützlich für die, weil die oft gar nicht so genau verstehen, was da eigentlich steht und wo sie diese Einstellungen finden. Und gemeinsam mit ETRI haben wir jetzt auch so eine Broschüre für Jugendliche, Kinder und Jugendliche mit auf den Weg gebracht. Die gibt es auch bald gedruckt. Ich glaube, als PDF gibt es die schon auch in Deutsch. Gibt es auch schon gedruckt, ja? Na Wahnsinn. Dann können wir die bald mal verteilen. dann gab es auch ganz interessant, der Streit zwischen YouTube und der GEMA wurde niedergelegt. Ob das jetzt so hundertprozentig im Sinne aller war, wie das geschehen ist, kann erstmal fraglich bleiben. Positiv auf jeden Fall erstmal für die Nutzerinnen und Nutzer ist, dass dieser blöde Sperrbildschirm weg ist. Allerdings ist der Deal halt intransparent geheim, sodass eigentlich jetzt niemand so genau weiß, wie viel Geld da jetzt an wen, warum fließt und inwieweit das jetzt auch sozusagen Vorbild für andere Plattformen ist, andere Streamingdienste. Aber wie gesagt, erstmal für Nutzerinnen und Nutzer ganz positiv, dass dieser Quatsch weg ist, kam auch relativ überraschend. Dann haben wir noch zum Beispiel an der EU-Konsultation zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte teilgenommen. Wir haben uns mit Preisen im digitalen Zeitalter beschäftigt. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was Volker gerade erzählt hat, wo wir uns eben vor allen Dingen dafür einsetzen, dass es keine individualisierten Preise geben soll, die dann eben zum Beispiel auf Grundlage von solchen Scoring-Sachen zustande kommen. Wir haben uns für die im Rahmen der Geschäftsgeheimnisrichtlinie haben wir auch wieder so eine Telefonaktion dazu aufgerufen und an der Konsultation teilgenommen. So kurz zur Erklärung, da ging es halt darum, dass der Whistleblower-Schutz aufgelöst werden soll, geschwächt werden soll, also dass Whistleblower halt im Rahmen, wenn sie Geschäftsgeheimnisse verraten sozusagen, weiter unter Druck stehen und eben nicht im Gegensatz zu dem, was wir wollen, halt eben, dass das Whistleblowing ein Stück weit gefördert wird. Und wir haben uns halt mit so diesen verrückten Themen wie Social Bots und Fake News beschäftigt, nicht weil wir das so unbedingt so ein spannendes Thema finden, sondern weil da einfach so viel wirres Zeug dazu erzählt wird. Teilweise vor allen Dingen von Abgeordneten, die da die merkwürdigsten Sachen fordern, die natürlich dann auch wieder zulasten der Meinungsfreiheit gehen könnten. Und deswegen sahen wir uns dann gezwungen, uns da auch mal in diese Debatte mit reinzuwerfen. Hier werden ja wirklich die verrücktesten Sachen teilweise gefordert. Und wir hoffen, dass dieser Wahnsinn zumindest bald ein Ende haben wird. Wenn man so im Wahljahr und den Problematiken mit Fake News in den USA halt das miteinander verbindet, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt hier im nächsten Dreivierteljahr noch der eine oder andere verrückte Vorschlag gemacht wird, sodass wir uns wahrscheinlich auch mit diesem Thema intensiv weiter auseinandersetzen werden dürfen.
Dann noch so ein kleiner Werbeblock für unseren lustigen Podcast, den wir jeden Mittwoch bei Flux FM machen. Dort gibt es viele, viele Themen, die wir jetzt auch hier besprochen haben, nochmal ausführlich diskutiert. Dort versuchen wir eben immer das netzpolitische Thema der Woche aufzugreifen. Manchmal sind das sehr viele, manchmal sind es gar nicht so viele. Deswegen ist aber trotzdem ganz interessant, da mal reinzuschauen. Gibt es dann auch auf YouTube und auf Soundcloud danach. Um sich das Ganze nochmal anzugucken und auch hier nochmal unser YouTube-Kanal, der haben wir, glaube ich, so im letzten Jahr deutlich mehr gemacht als die Jahre davor. Also schaut da ruhig mal vorbei und guckt euch die Videos an von unserem Podcast und auch hier zum Beispiel diesen netzpolitischen Abend, den gibt es nicht nur im Livestream, sondern dann vor allen Dingen einen Tag später auch noch auf YouTube, sodass man sich das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in Ruhe anschauen kann. Und zum Schluss möchte ich euch natürlich allen ganz recht herzlich dafür danken, nicht nur, dass ihr immer hierher kommt und uns so artig zuhört und bei unseren Aktionen mitmacht, sondern dass ihr uns auch tatkräftig, vor allen Dingen finanziell unterstützt, unsere Fördermitglieder, unsere regelmäßigen Spender und überhaupt unsere Spender, die uns die finanzielle Basis geben dafür, dass wir all das machen können, was wir jetzt hier ein Stück weit vorgestellt haben, auch wenn das weit nicht alles war und auch wenn das nur so ein kleiner Auszug war. Aber vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen.